Ich begrüße Elisabeth Schuh. Hallo Elisabeth. Hallo Uli. Hallo. Du bist Mitgründerin und Vorsitzende der Nestwärme und somit auch Dienstleisterin in der Kinderhospizarbeit. Was bedeutet Kinderhospizarbeit bei der Nestwärme? Kinderhospizarbeit bei der Nestwärme bedeutet, dass wir uns um die ganze Familie kümmern. Es geht nicht nur um das kranke Kind in der Familie, sondern um alle in der Familie. Und es bedeutet bei uns auch, die Familie längerfristig zu begleiten, zum Teil mit professionellen Kinderkrankenschwestern und Pflegefachkräften, aber auch in einem Mix mit ehrenamtlichen Familienbegleitern. Was macht die Kinderhospizarbeit so besonders und wie unterscheidet sich diese von der mit Erwachsenen? Ja, Kinderhospizarbeit ist tatsächlich etwas Besonderes, weil wir sind in dieser Arbeit für Familien mit lebensverkürzend oder schwerstkranken Kindern unterwegs. Und diese Kinder haben oft eine Prognose, die das kurze Leben ansagt. Und die Kinder leben quasi mit ihrer Familie in zwei Dimensionen. Mhm. Einmal ein Stück auf das Leben zu, weil die Kinder haben natürlich eine Therapie, entwickeln sich auch ein Stück weit weiter. Und zum anderen, durch die krisenhaften Momente, die immer wieder auftauchen, steht der Tod immer wieder im Raum, ganz lebendig und leibhaftig. Das Besondere ist, dass ganz oft nicht absehbar ist, wann das Kind tatsächlich sterben wird.